Alter, wir brauchen eine ganze Stunde. Exlibris hat hier am HB eine kleine Leseecke eingerichtet. Und weil Aurelio nicht so belesen ist und ich ja in meiner Freizeit Schriftsteller bin, wäre meine Bitte an dich, dass ich dir heute meine Bücher mitgebe. Ich bin wieder der Nock vom Dienst den ganzen Tag. Nein, wieso? Das ist ein Ratgeber. Muttersöhnchenalarm. Wie löse ich mich von meiner Mami? Du kannst jetzt mal lesen. Kommt Phase 2 von meinem Plan. Aurelio liest ja das Buch Muttersöhnchenalarm. Falls du Schwierigkeiten hast, dich von deiner Mutter zu lösen, könnte professionelle Hilfe in Form von Psychotherapie oder Beratung hilfreich sein. Für das habe ich eine Mutter organisiert. Das Mami! Oi! Es ist auch wichtig, dass du jetzt zum Aurelio gehst und konfrontierst ihn eigentlich als Mutter und er weiss logischerweise nicht, was passiert. Aurelio, was machst du jetzt da? Jetzt bist du einfach gegangen zuhause und hast mir gar nichts gesagt. Sag mal, Bub, weißt du überhaupt, was da in der Stadt los ist? Weißt du, was da alles könnte passieren? Oh, ist das unangenehm! Sag mal, was ist das für ein Buch? Du weißt doch, dass du nicht zuhause darfst fortgehen. Sag mal. Oh Gott. Was ist da los? Schau deine Mutter an, wenn sie mit dir redet. Aurelio, bist du gut? Ach, ich schäme mir die Augen aus dem Kopf. Was für ein Buch? Zeig mir mal. Muttersöhnchenalarm, wie löse ich mich? Aber Aurelio, das brauchst du doch du gar nicht. Komm jetzt mit heim, komm jetzt mal. Wisst ihr, was war das? Unglaubliche Erfahrung, ja, weißt du gut. Wenn du heute hier unterwegs bist, wenn du so ein Buch am Lesen bist, gibt es ein neues für dich? Du hast wahnsinnig verleiht. Sehr höchstes Niveau wieder mal. Kannst du es mal lesen? Wenn es Passagen gibt, die du jetzt nicht verstehst, dann gehst du einfach mal jemanden im Stand und fragen, was denn das jetzt genau heisst. Aurelio ist ja wirklich sehr jung. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt schon aufgeklärt wurde von irgendjemandem. Das Buch wird wahrscheinlich jetzt schon ein bisschen aus der Bahn werfen. So, ich bin gerade das Buch hier am Lesen. Der Roman vom Star-Autor Cedric Schild, «Heiße Nächte im Orient». Ich check die Passage überhaupt nicht. Als die Prinzessin vor dem Hirtensohn Quebec ihr Diamantkrönchen aus der Samtschatulle holte, zeigte sich sein Zauberschwert. So, wir werden nicht mit der richtigen Person. Aber verstehen Sie auch nicht, was da... Nein. Okay, ja gut. Bin ich wenigstens nicht der Einzige, gell Sie? Zeigte sich sein Zauberschwert in voller Pracht. Oh, sie läuft einfach weg. Oh. Schau, jetzt flüchtet sie einfach. Okay, ja, dann ein anderes Mal. Check's überhaupt nicht. Weißt du, was das heisst? Ich tue Sachen nicht, wenn ich es nicht selber lese. Willst du es selber? Schau mal da, das ist. Das ist ein bisschen Scheiß. Oder nicht? Okay, also, Bruch, ich lade dich wieder in Ruhe. Danke dir. Ich hau ab. Ich kann nicht mehr. Nein, jetzt ist einfach fertig. Oh, ist das jetzt ist okay. Einfach fertig. Oh, Aurelio, geh weg. Die Scham klebt an dir. Weißt du, es ist auch nur peinlich, wenn man Peinlichkeit zulässt. Und du hast sie zugelassen. Ich hau da jetzt neu. Das nächste Buch, wie wir die kleine Bluetooth-Box da unter den Stuhl legen. Aurelio weiss von nichts. Was, das ist das neue Buch? Ja, ist gut. Was ist? Komm jetzt mit. Warte doch. Was gibt es für ein Buch? Mir stinkt mit der richtigen Ernährung gegen fiese Blähungen. Während des Tanzes mit einer bezaubernden Dame hast du im Dorf gescheißt. Florian ließ einen Laden und unüberhört von die Musik wurde kurz unterbrochen und alle Augen richteten sich auf den Alten. Wir brauchen den ganzen Stuhl. Oh, schau dir mich an! Sie kürzt mich mit ein. I'm going to work so hard. Oh mein Gott! Ich hasse dich. Wir erwecken deine Lesefreude. Exlibris, Nummer 1 im Schweizer Online-Buchhandel.